Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Endlich! Ich sitze hier in meinem neuen Arbeitszimmer, Schminkzimmer, Filmzimmer, von meinem neuen Setup und endlich wieder von meinen Hintergründen. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, sie sind zu langweilig, ich liebe sie. Ich bin einfach kein Typ, der gerne vor Blumen und Bilderrahmen und sowas filmt. Das ist nicht mein Ding. Ich bin mehr der langweilige Typ. Aber ich habe es echt vermisst und es ist so schön. Und vor allem ist es einfach auch für mich... Ach, man kann es auch tausendmal besser ausleuchten. Ich finde das wunderschön. Es geht langsam wieder. Zwei Kinder nacheinander mit Hausbau war schon eine ordentliche Nummer, sage ich euch. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben, vor allem zur jetzigen Zeit. Ich glaube, das wird nicht einfacher mit dem Häuserbauen. Ich habe erst überlegt, welches Video möchte ich hier raushauen. Einfach die neuen Sachen, ganz random, die ich seit letzter Zeit neu habe, getestet habe. Was ich davon halte, meine Gedanken dazu. Teilweise First Impression, teilweise schon... längere Impressions. Genau, und passend dazu, tatsächlich hat Purish jetzt diesen Monat einen 20% Code rausgehauen. Nicht auf alle Marken, Purish hat das ja jetzt so neu, dass jeden Monat geguckt wird, auf welche Marken dieser mein Code gilt. Also mit Alena könnt ihr diesen Monat 20% auf folgende Marken sparen. Ich blende euch das hier eben einmal ein. Also falls euch da noch eine andere Marke auf irgendwas anderes, was ich sonst nicht benutze, interessiert, here you go. 20% gibt es bis Ende des Monats, also Ende August. Bei so ein paar Produkte zeige ich euch nämlich jetzt hier, falls euch das interessiert. Aber generell, ihr wisst, ich habe auch ein Favoriten-Nabla-Video auf Nabla, ist auf 20%. Und ganz, ganz neu, damit fange ich jetzt einfach mal an, von Sachen, die ich jetzt neu getestet habe, hat Purish auch im Sortiment Paula's Choice. Wer sich wirklich mal intensiv mit Skincare auseinandersetzt, kommt an Paula's Choice, glaube ich, nicht vorbei. Es finde ich persönlich wirklich eine der Top, wenn nicht sogar die Top-Skincare-Marke auf diesem Markt weltweit. Schon Ewigkeiten, ich glaube, so mein absolutes Top-Produkt wirklich von Paula's Choice ist diese Creme hier. Die benutze ich schon Ewigkeiten. Das ist auch schon meine zweite aus der Skin Recovery-Reihe. Der Replenishing Moisturizer als Nachtcreme. Wenn ihr sautrockene Haut habt und euch irgendwie nicht reichhaltig genug ist, das ist der Endgegner. Also das ist wirklich, ist auch für dry to very dry skin. Mega. Das Ding kommt, ist auch schon wieder fast leer. Eigentlich fast jeden Abend drauf. Ist das beste. Geruch mag ich nicht so richtig. Also generell, Paula's Choice arbeitet natürlich. Komplett ohne Duftstoffe, sei es natürlich oder synthetisch. Denn Duftstoff oder alles, was duftet und natürlich nach Zitrone und Orange riecht etc. hat im Skincare nichts zu suchen. Das ist nicht gut für eure Haut. Ist nur ein Verkaufsding. Ne? Man möchte halt irgendwas, was gut riecht und denkt, das wäre toll. Aber eure Haut tut ihr damit tatsächlich nichts Gutes. Und es ist völlig egal, ob das aus natürlicher Quelle ist oder ne. Aber hier ist irgendwas drin, was mir vom Geruch her nicht gut gefällt. Ist mir völlig egal, weil dieses Ding ist der Shit für sautrockene Haut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Purish, wäre jetzt doof, aber da habe ich nicht nachgeschaut, weil ich habe die immer direkt bei Paula's Choice bestellt. Paula's Choice haut auch nicht immer, auch nicht so Glamour Shopping mit 20% raus. Also bei Paula's Choice 20% bei Purish, auch wenn sie nicht das ganze Sortiment führen. Leider, ich hoffe ja, die stocken noch ein bisschen auf. Jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich neu getestet habe von Paula's Choice. Number one, und ich hatte das auch schon mal als Travel Size direkt von Paula's Choice Seite, ist ein relativ neues Produkt von Paula's Choice, der Omega Plus Omega Plus Complex Moisturizer for Smooth, Healthy, Glowing Skin. Das ist ein Moisturizer, der wirklich klasse ist. Der ist so toll. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, das glättet die Haut ein bisschen. Also es fühlt sich einfach sehr smooth an, kann man wirklich so sagen. Ganz, ganz toller Moisturizer. Sieht so super riesig aus, sind aber auch nur Standard 50 ml. Aber der ist so toll. Der ist so ergiebig. Pumpspender. Ist tatsächlich, muss ich sagen, neben meiner Kiehl's Ultra Facial Cream mein absoluter Favorit für den Alltag. Hammer. Dann auch ganz cool, ist der Essential Glow Moisturizer. Und den wollte ich unbedingt mal zeigen mit Licorice, genau, also mit Lakritze und Kiwi ist da drin. Und das Schöne ist, dass ein richtig schöner Glow mit drin. Richtig toll, also finde ich klasse von der Textur her. Ist jetzt vom Moisturizer her, glaube ich, nicht mein Favorite-Produkt. Aber wenn ich Sunscreen möchte und hier ist SPF 30 drin, benutze ich das. Ja, gefällt mir auf jeden Fall super gut. Und dann hatte ich noch so ein paar Peelings. Ach nein, Moment, Niacinamide. Niacinamide sind wahrscheinlich so das aller tollste, wenn es darum geht, euer Hautbild zu verfeinern, Poren zu verfeinern. Sind Niacinamide wirklich, wirklich toll. Habe ich auch so schon von
Colibri Cosmetics, die Niacinamide. Also bei mir kommen die jeden Tag aufs Gesicht. Und ich würde behaupten, auch wenn ich generell von Natur aus schon eine sehr, gut, jetzt habe ich Make-up drauf, aber eine relativ feine Haut habe, würde ich behaupten, dass ich schon von Natur aus sehr feine Haut habe. Aber seit ich Niacinamide benutze, Zungenbrecher benutze, habe ich tatsächlich nochmal eine Verbesserung bemerkt. Genau, da hatte ich dann einmal den 10%igen Booster mit Vitamin B3 und B5 zusammen und einmal das Treatment, also hochkonzentriert in 20%. Das benutze ich fast jeden Tag, 10%. Aber ich glaube, ich werde irgendwann probieren, das zu steigern, um einfach mal zu sehen, ob es langfristig, weil klar, solche Sachen wirken immer langfristig, da seht ihr nicht morgens gleich geglättet aus, aber da merkt man, das ist eben Wirkstoffkosmetik, ne? Also das ist nicht einfach nur Pflege, das ist wirklich bei Niacinamiden und auch was jetzt kommt, die ganzen Peelings reden wir eben von Wirkstoffen und die machen was an der Haut. Ja, und dann habe ich noch zwei, ich bin einfach gerade für trockenere Haut, wird AHA als Peeling, also das ist ein chemisches Peeling, empfohlen. Ich habe jetzt hier mal dieses Gel, das ist 8%iges AHA-Gel, was halt drauf bleibt. Ich habe vorher von Paula's Choice aus dieser, ich glaube, Resist-Reihe heißt die, glaube ich, diese blaue, das 5%ige, absolutes Favorite-Produkt of all time. Muss ich mir auch noch, das werde ich mir auch definitiv kaufen. In Originalgröße, da hatte ich jetzt zwei Travel-Sizes von. Hammer, ich liebe dieses Produkt, deswegen wollte ich unbedingt das Gel mal ausprobieren. Und was ich noch dabei hatte, dachte ich, wie gesagt, das wäre eine Probe, ist 25%iges AHA plus 2% BHA. Ja, soweit ich das jetzt eben von den Skincare, ich glaube Skincare-Experten, da müsst ihr wirklich, wenn ihr euch darüber aufklären wollt, mal bei, wie heißt jetzt, X Skincare, den Leon auf Instagram mal vorbeischauen und da erfahrt ihr eben viel darüber. Ist auf jeden Fall ein mega interessantes Thema, super interessanter Bereich. Ja, kommen wir mal zum Make-up. Unglaublich interessante Eyeshadow-Paletten. Ich glaube, sehr, sehr interessante Marken und Paletten, die rausgekommen sind, die vielen von euch interessieren. Ich fange mal mit der neuesten an. Natürlich habe ich sie gekauft von Anastasia. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich alles. Ich bin so lange. Ich bin raus aus diesem Business. Anastasia Beverly Hills. Naja, auf jeden Fall die neue Nouveau-Palette. Finde ich ganz cool eigentlich, weil sie eben mit einem neuen Packaging, neues Format, neue Form von den Pans, auch neue Formulierungen, definitiv anders als die alte. Die Marke hat mich jetzt Ewigkeit nicht interessiert. Die Paletten habe ich eigentlich alle, abgesehen von der Sultry Palette, weil das in meinen Augen die beste ist, die sie noch nicht mal permanent gemacht haben. Na, das ist schon, deswegen Formulierung war ich am Ende gar kein Fan mehr von. Diese Formulierung, boah, Junge, ist nicht von schlechten Eltern. Wirklich, ist ein ganz anderer Schnack. Um es mal kurz zu fassen, von mir auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Wenn ihr nochmal ein Video sehen wollt mit vielleicht so ein, zwei Looks dazu, ich finde die nämlich sehr inspirierend, die Palette, muss ich ganz ehrlich sagen, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich mir auf jeden Fall Zeit nehmen, denn ich finde sie sehr interessant. Ja, einfach um nochmal so ein bisschen detaillierter darauf einzugehen, sehr gerne könnt ihr mir das schreiben. Also von mir ganz klasse, ganz großes Kino, wirklich Qualität ist. Und vor allem, jetzt fange ich hier ganz viel zu quatschen, aber diese beiden Töne hier sind der Shit. Gerade, so krass, dieser helle Ton. Und die hier so ein bisschen matt scheinen, also das Lila und auch der helle weiße Ton, der so pigmentiert ist und so mega zum Aufhellen, habe ich jetzt auch gerade im Innenwinkel. Die haben nochmal so einen kleinen Schimmer mit drin, was ist wie ein Matt, was ein Glow mit hat. So, also, wie so ein, also das Finish ist fast, als hätte man ein Cremeprodukt aufgetragen, so vom Glow her. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, oh, wunderschön. Ganz tolle Texturen. Ja, mega pigmentiert, mega cremig, überhaupt nicht mehr. Außer jetzt bei dem Lila-Ton, also ein paar, ein bisschen Kickback, aber ist gar nicht mehr mit den zwei gleichen, was in den alten Paletten drin war. Ja, mega. Bin ich super, super begeistert von. Ja, das Lila habe ich jetzt sogar heute hier unterm am unteren Augenrand. Dann eine andere Marke, die sehr, sehr viele, glaube ich, interessieren. Huh, die waren teuer. Die waren echt teuer. Ich bin, also von Hindash, ist das einmal die Beautypsy. Das war, glaube ich, die erste. Man hat hier im Endeffekt ganz viele Töne. Also man kann tatsächlich, immer wenn ich mit dem Finger jeweils einen weitergehe, habe ich jedes Mal einen anderen Ton auf dem Finger. Mit dem Pinsel kann man das nicht immer, außer mit dem flachen und kleinen, nicht immer perfekt steuern, aber man hat hier unglaublich viele Töne. Also gerade für Make-up-Artisten finde ich super interessant. Also
das hier ist erstmal die Beautopsy und dann die relativ neue, die so ein bisschen den Hype auch auf Instagram eben gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt pro Palette bezahlt habe. Ich habe es über Beautylish bestellt für 80 Euro pro Palette. Das ist schon eine Hausnummer. Und das hier ist die Monochromance. Die schon sehr cool ist. Also die ist schon echt cool. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Strange. Also erstmal haben sie so ziemlich gar kein Kickback. Gar kein Fallout, also Bombe. Sie sind aber auch unglaublich festgepresst. Relativ sanft von den Tönen her. Nicht wie in Natasha Denona erstmal, man hat die Farbe und kann sie dann verblenden, sondern muss hier sehr viel aufbauen. Ist natürlich auch so eine Geschmacksfrage, aber man kann hiermit echt nicht viel falsch machen. Bei vielen Tönen hat man aber eben auch eine gewisse Grenze an Aufbauen. Vom Verblenden her sind sie ein Traum, absoluter Traum, da steckt Qualität drin. Es ist aber so ein, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil manche sind mir ein bisschen zu doll gepresst, ein bisschen zu wenig pigmentiert. Ja, in der Palette tatsächlich fehlen mir die dunklen Farben. Ich habe zwar hier ein bisschen braun, aber das ist auch schwach. Aber hier, das ist wirklich mehr so eine Palette, die man ergänzen muss. Beziehungsweise das ist eine Ergänzungspalette. Ja, weil hier fehlen die dunklen Töne. Aber es ist halt schon cool. Ne? Weil wenn ich jetzt mal in das Blau reingehe, habe ich sowas Helles. Und wenn ich hier hinten hingehe, ihr habt halt, je nachdem, wenn ihr rüber geht, geht ihr immer mehr in Richtung vom einen Ton in den anderen Ton. Das ist schon cool. Vom Konzept her ist es echt cool. Aber sie sind mir, auch da seht ihr das wieder, ein bisschen zu wenig pigmentiert und auch teilweise ein Ticken zu trocken. Sie schon für den Alltag, für das ganz Natürliche, das Schlichtes schon super schön finde, aber manchmal fehlt mir echt ein bisschen Pigmentierung. 80 Euro pro Palette, glaube ich jetzt, ja, lass mich lügen. Weiß ich nicht, ob ich es nochmal ausgeben würde, bin ich ganz ehrlich. Höchstwahrscheinlich eher nicht. Ich bin halt irgendwie trotzdem, das ist echt, das ist wie so ein hin und her und hin und her. Aber irgendwie bin ich trotzdem froh, sie zu haben. Ist ganz strange. Ja, so viel dazu. Nochmal neue Produkte. Foundation, die neue Foundation, die ich in letzter Zeit getestet habe, die am neuesten ist in meiner Sammlung. Absolute neue Liebe für den Alltag. L'Oréal Paris Perfect Match Nude. Ich habe schon viel Gutes davon gehört, aber ganz großes Kino. Also es ist tatsächlich mal eine Riesenkonkurrenz zu meiner seit 6-7 Jahren. Wann war ich in Amerika und habe die gekauft? 2013 war ich da. Seit 2013 Platz 1 bei meinen dünnen Alltagsfoundations, MAC Face und Body Foundation. Seit fast 10 Jahren. Das ist krank. Und das ist die erste Foundation, die da rankommt. Einfach ja, mega. Ich habe jetzt hier die Farbe 2 bis 3 hell und die passt perfekt für mich. Auch schön warm. Die Farbauswahl ist ein bisschen, ja, Drogerie halt. Aber dadurch, dass sie sehr dünn ist, passt sie sich auch besser an. Ist nur für welche, die dann die Helligkeit brauchen und trotzdem in den kühlen, neutralen Bereich gehen, wieder ein bisschen warm, glaube ich. Das ist ein bisschen schade, aber die ist so schön. Die sieht man null verhaut, als hätte man keine Foundation drauf. Gleicht schön aus. Natürlich hat man keine Mega-Deckkraft, aber es ist für mich meine neue, günstige, perfekte Alltagsfoundation. Für mich schon fast eigentlich ein Dupe zu der teureren MAC Face and Body Foundation. Hammer. Ich bin super begeistert. Bleiben wir mal bei denen. Auch leider gerade nicht bei Purish mit drin, aber Dominique Cosmetics kommt auch regelmäßig bei Purish. Folgt mir super gerne auf Instagram. Da erfahrt ihr immer, wann welcher Code, wie, auf was gilt gerade. Ja, auch wieder, heute habe ich tatsächlich, ich habe das Puder jetzt nur drunter, was sehr, 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 sehr gut ist. Also ich mag es sehr, sehr gerne. Also setzt sich gar nicht ab, layert sich nicht. Sehr, sehr schön. Ich bin mittlerweile sowieso wieder mehr ein Fan von den sehr losen Pudern. Dann der Concealer, schon fast, finde ich, so ein bisschen so eine kleine Innovation, was den Applikator angeht. Ich habe hier einmal Almond Milk und einmal Oat Milk. Also, genau, Oat Milk ist mehr so mein Hautton und Almond Milk ist der hellere Ton. Es ist ein Applikator aus Metall. Und wenn man die Farbe, das mache ich nämlich immer, komplett einmal abstreicht am Rand, in der Kuhle bleibt Produkt. Und das ist echt mega, weil man hat im Endeffekt wirklich eine perfekte Dosierung von den Augen. Ich trage Concealer sowieso nur noch hier im Innenwinkel auf und hier außen, weil man hat in der Mitte meistens die Falten. Und da möchte ich einfach nicht das Produkt drauf machen. Das heißt, ich verteile es hauptsächlich hier innen und hier außen. Das reicht eigentlich auch vom
Aufhellungsprozess. Ja, die wenigsten brauchen direkt hier in der Mitte die Aufhellung. Und wenn nicht, dann blende ich das ein bisschen in die Richtung ein. Genau, ganz toller Concealer. Wow, also ich weiß, ich habe jetzt wieder einige von damals, also noch vor so 2, 3, 4 Jahren, die Concealer, die ich immer noch hier liegen habe, benutzt. Kann natürlich auch sein, dass sie sich verändert haben, aber die rutschen alle viel mehr in die Fältchen als die ganz neuen. Abgesehen von Benefit, die neuen. Da bin ich nicht ganz so begeistert mittlerweile. Aber ich habe jetzt einen neuen von Tarte, diesen Rainforest of the Sea. Mega, verrutscht so wenig. Dann Nabla, dann jetzt Dominique Cosmetics. Also auch da auf diesem Concealer, Marc mit der Concealer-Formulierung, hat sich irgendwas getan. Finde ich ganz klasse. Schöne Deckkraft, irgendwie in Richtung Full Coverage, aber super dünn und irgendwie doch nicht Full Coverage. Also ganz, ganz klasse. Also den Concealer finde ich auch klasse. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal ausprobieren. Wartet, bis man da dann Code hat, weil das finde ich mal so toll, dass man bei Purish wirklich regelmäßig einfach sparen kann. Ich liebe es. Ja, und kommen wir zu der Marke, wo ihr gerade sparen könnt mit Alena, die 20%. Ein Produkt, wo ich erst dachte, ich werde es nicht testen, weil die Textur oder das Produkt selber schon so aussieht, dass ich dachte, boah, nee, gefällt mir nicht. Nabla Angel Aura, der Primer. Und, voilà, das Einzige, was ich echt doof finde, ist der Pumpspender. Man kann es nicht dosieren. Der geht einmal zack runter und man hat gleich unglaublich viel Produkt. Ihr könnt das vielleicht sehen. Sieht schon fast farbig aus, mit richtig Goldschimmer. Und ich habe erst gedacht, oh mein Gott, den sieht man ja doll. Oh nein, und oh, das sieht man nachher alles drunter. Und wenn ich, ja, spätestens dann, wenn ich mit dem Licht rangehe und so, sehe ich das glitzern. Aber ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Auf einem Haufen sieht man das. Und sobald ich das verschmiere, und dann ist das ein Glow, als hätte ich gerade den heftigsten Moisturizer aufgetragen. Und man sieht von diesem Schimmer, selbst jetzt hier im Studiolicht. Im Studiolicht sieht man das sonst eigentlich immer extrem. So ziemlich gar nicht. Außer hier, wo ich jetzt immer noch was auf einer Stelle habe. Aber sobald ich das verteile, mega. Ganz, also ich bin von diesem Primer, vor allem, weil er genau das hat, was ich an sich liebe. Mag nicht jeder, dass er so ein bisschen sticky bleibt. Ich mag das unter einer Foundation. Ja, man muss es mögen, dass man ihn ein bisschen mehr spürt. Auch wenn er erstmal flüssig ist und dünn ist. Aber sobald man ihn verteilt, merkt man schon, es ist ein bisschen ja, spürbarer als andere Primer. Und klebt ein bisschen. Also das ist was, wenn ihr das nicht mögt, Finger weg. Ich liebe das. Ich habe das schon immer geliebt, wenn die so ein bisschen sticky sind. Und dann mit einer Foundation drüber. Sieht Bombe aus. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hatte so Angst vor diesem Schimmer da drin. Da habe ich gedacht, ach komm, testest du jetzt mal, nachdem ich so viel Positives gehört habe. Und ich bin wirklich ein ganz toller Glow. Man sieht von diesen Schimmerpartikeln gar nichts. Und man kann es durch die Foundation sehen. Und ich liebe das. Ja, und das andere Produkt, was relativ neu ist, ist der Brow Ambition. Ja, wie ihr es vielleicht wisst, ich habe von Natur aus so ziemlich gar keine Härchen. Auch wenn es so mal anders aussieht. Ich muss sie echt doll schminken. Und ich liebe solche Stifte von Anastasia Beverly Hills. Habe ich den hier. Mag ich sehr gerne. Und vor allem mein absoluter Liebling von Lime Crime. Der Bushy Brows oder so heißt der. Absoluter Favorit für ganz natürliche, feine Striche. Und deswegen war ich hier mega gespannt. Erstmal ganz tolle Farbe. Ein ja, relativ dunkles, neutrales Blond. Ashblond. Aschiges Blond. Das ist wirklich, wirklich toll. Der Ton. Und ja, so sieht es dann aus. Also das Produkt selber, Farbton toll, Deckkraft toll. Das Einzige, was mir nicht gefällt, und deswegen wird es auch definitiv nicht zu meinem Favoritenprodukt werden, und ich weiß nicht, ob ich es mir überhaupt nachkaufen würde, ich glaube eher nicht, ist die Spitze. Also diese Stifte haben eigentlich immer, haben immer Härchen, die halt ganz spitz zusammengehen, und das ist ja auch so. Bloß im Gegensatz zu denen, die ich hier sonst habe, ist die Spitze wesentlich kürzer. Das heißt, ihr habt viel zu schnell, da muss man echt, und ich habe schon eine unglaublich ruhige Hand, wirklich, ich bin super präzise, was das angeht, aber ich habe ganz großen Struggle damit, ganz feine, natürliche Härchen zu zeichnen, weil dadurch, dass die Spitze so kurz ist, hat man wenig Kontrolle und man hat schnell einen zu dicken Strich. Deswegen im Handling finde ich ihn nicht so gut. Deswegen für mich persönlich wäre es jetzt kein Nachkaufprodukt. Ich bleibe definitiv bei meinem Lime Crime. Ja, dann noch zwei andere Marken. Machen wir mit Benefit weiter. Habe ich ein großes PR-Paket bekommen und habe ich mich gefreut. Habe ich mich in Keks gefreut. Als dann die ganzen Blushes, also so ein 9er-Paket war das mit den neuen Farben, es waren nicht alle Farben, kamen.
Und zwei Highlighter waren dabei. Ein paar habe ich auch schon aussortiert, weil es auch nicht meine Farben sind. Und erstmal das Packaging. Mega Idee, das Packaging beizubehalten, weil es ist einfach so, man sieht das und weiß, alles klar, Benefit. aber sie haben es halt eben dünner gemacht. Und das ist genau das, was mich gestört hat an diesen Dingern, dass sie einfach zu klobig waren, nie in meine Aufbewahrung gepasst hat. Und dann fällt für mich so ein Produkt einfach auch schon raus, weil ich bin halt ein Monk. Ja, von daher erstmal für dieses sleeke Packaging Daumen nach oben. Und absoluter neuer Liebling, die Farbe Pompom. Das ist eine so wunderschöne, natürliche, aber irgendwie doch frische Farbe für den Alltag. Ja, gut, hier aufs Cremeprodukt zu schmieren, das ist natürlich jetzt nicht so schlau, jetzt sieht es fleckig aus, aber mega. Ich hatte jetzt eine Braut geschminkt und habe den verwendet und sie hat sich auch gleich verliebt und deswegen ganz, ganz toller Ton. Die Textur ist, hat Benefit auch nochmal bearbeitet, sie ist wesentlich cremiger geworden. Also es ist immer noch ein Puder, aber es fühlt sich einfach wie Butter in den Fingern an, lässt sich toll verblenden. Ja, also ich finde, sie haben da echt nochmal eine Schippe draufgelegt, was die Textur und Qualität angeht. Ganz, ganz toll, bin ich sehr begeistert. Und auch wenn das irgendwie, ja, trotzdem alles Pappe ist und sowas, ich finde, das ist halt, das ist Benefit. Und das finde ich toll, dass sie das behalten haben. Und Cookie habe ich aussortiert, weil das ist einfach Highlighter von, ja, Metallic Bam Highlighter benutze ich nicht mehr. Ist aber schon krass, wenn man es mag. Ist das ein Bomben-Highlighter. Und dann gab es noch diesen Dandelion, ne, Twinkle. Und das ist mehr so, sieht so gebacken aus. Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Und da haben mir ganz viele auf Instagram geschrieben, probieren, mach die oberste Schicht auf jeden Fall ab. Und dann ist der ein Traum. Ja, ist so ein bisschen stark parfümiert. Ja, und was soll ich sagen? Ganz schön. Also erinnert mich sehr an dieses Aura Glow Powder von Love, was ich ja so groß... Das ist halt so ein Finish, das kann man so großflächig auftragen. Und es sieht nie zu viel aus. Aber man hat trotzdem Highlighter, super natürlichen, auch alltagstauglichen Highlighter-Effekt. Von daher... super schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Das sind so meine zwei absolut neuen Lieblinge, also diesen Dandelion und Pompom. Ja, und ein weiteres Produkt, was ich neu getestet habe von Rare Beauty, die Power Boost Bronzer Sticks. Und zwar in zwei Farben, Happy Soul, jetzt muss ich mal gucken, welche die hellere war, Happy Soul und hier, das ist die hellere. Und Power Boost, einfach nur die Bronzer Sticks, so, Power Boost war die Farbe. Ja, Power Boost ist... super schöner heller Ton. Genau, ist mir tatsächlich aber fast ein bisschen zu hell. Sie hat einen komischen Unterton. Erst einmal auf der Hand, das hier ist jetzt Happy Soul. Und das hier, auf der Hand wirken sie erstmal sehr, sehr warm. Und als ich sie bekommen habe, ja, habe ich erst gedacht, oh nein, die sind beide so warm, so warm. Und dann haben wir wieder einige, deswegen bin ich euch da immer sehr, sehr dankbar. Auch für den Austausch generell auf Instagram. Als mir dann so viele schon geschrieben haben, benutze sie bitte erstmal auf dem Gesicht und blende sie aus, dann wirst du sehen, das wirkt nicht wie auf der Hand. Und tatsächlich, ihr hattet recht, ausgeblendet sehen die einfach traumhaft aus. Und die lassen sich so unglaublich fein und toll ausblenden. Vor allem auch länger ausblenden. Nicht fleckig, super gleichmäßig. Sehen auch wie so ein Airbrush-Finish aus. Ganz toll. Also ich bin wirklich begeistert. Bei der helleren Farbe weiß ich noch nicht, bloß sowas wird vielleicht mal im Winter probieren. Aber die Textur ist wirklich toll, ganz, ganz toll. Und ja, eine sehr, sehr dünne, schon fast flutschige Textur. Also sobald die wirklich mit der Haut in Kontakt kommen, es ist wie Butter, dass man wirklich denkt, oh, das schmilzt einen weg. Aber verdammt, die lässt sich traumhaft ausblenden, wirklich. Ganz, ganz tolle Textur. Dafür, dass es so fluttig und dünn ist, hält es tatsächlich trotzdem gut. Also er ist jetzt nicht so, wie ich das bei den Fenty Beauty Produkten hatte. Diesen Cream Bronzer von Fenty Beauty, habt ihr nicht so lange was von. War ich gar nicht begeistert von, also auf lange Sicht gesehen. Das hat man hier nicht. Also ich bin sehr, sehr angetan. So, mein Lieben, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, hier endlich mal wieder geschminkt von meinem Setup, von meinem Hintergrund zu sitzen und einfach nur zu quatschen. Über das, was mich begeistert. Ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr das, ich weiß es schon gar nicht mehr, hier gerne nachholen. Und ich blende euch auch mal letztes Video ein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!